Das war nicht gut. Wie kommt man denn darüber? Das gibt. Ah, wow. Ich weiß schon wieder. Irgendwo muss ich einen Stein finden. Gibt es hier irgendwo einen Stein? Da muss man irgendwo einen Stein, glaube ich, hinplatzieren. Ich glaube, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich habe schon wieder einen Geistesblitz gehabt. Oh mein Gott. Ganz zufällig steht hier ein Stein. Bitte lass es funktionieren, nicht, dass ich schon wieder irgendwie Gespenster. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oder? Soll ich es noch mal probieren? Das gibt's nicht. Muss er noch näher? Das gibt's nicht. Oh, was? Oh mein Gott. Du brauchst eine Metallplatte. Oh, verstehe. Oder etwas anderes, das du noch nicht freigeschaltet hast. Punkt, 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 Punkt. Ich nehme eine Metallplatte. Dann nehme ich lieber eine Metallplatte. Was ist? Hoffentlich geht sich das aus. Also wenn das geht. Es geht. Oh mein Gott. An die habe ich überhaupt nicht gedacht. Eispfeil. 5 Pfeile, denen die Kraft des Eises innewohnt. Alles, was sie treffen, friert ein. Besonders effektiv gegen brennende Ziele. Okay. Man könnte auch die Eisrune genommen haben. Was? Welche Eisrune? Das wird eine lange Reise, dann Niklas. Die Methode ist deutlich schöner. Feuerball, sehr schön. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ah, dass sich das ausgeht, das war ganz knapp eigentlich. So.
So, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich schaue jetzt immer so ein bisschen, was aus Metall besteht. Ich meine, diese Platte habe ich ja auch eigentlich nur durch Zufall jetzt entdeckt, dass die im Wasser liegt. Autobrücke Nummer 2. Genau. Was hebt den Stein hoch? Zurück zu den Steinen mit dem Ministein. Ah, was? Hä? Meinst du hier? Gibt's hier drin was? Nö. Links da drin, also. Du, ich werde sowieso noch alles. Ich werde sowieso noch alles. Ich werde sowieso noch alles. Ich laufe da nicht nur vorbei. Ich gehe das alles systematisch ab. Rolf. Ich gehe das alles systematisch ab. Oh, du meinst diesen Stein hier. Ah, okay. Hui, du hast mich entdeckt. Boah, das war jetzt ein sehr großer Tipp. Das war ein sehr großzügiger Tipp. Den, ich glaube, das hätte ich nicht gefunden, glaube ich. Tschüssi! Ich glaube, das hätte ich nicht gefunden. Ich meine, auf sowas kommt man irgendwie nicht, keine Ahnung. Oder ich zumindest halt nicht. Denke mir da, ja, da liegt ein Stein da unten, ja gut. Davon gibt es 100 oder mehr, 150. So, 898 fehlen dir noch. What the fuck? Aber ich geh das mal hier ganz ab. Hier das Ganze. Mach mal die Karte auf. Ja, ich gehe da mal so runter. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, da hat man einiges zu tun. Ich glaube, ohne Komplettlösung kommst du da auch eigentlich nicht drauf. Denke ich. Das ist, glaube ich, unmöglich. Oder nicht unmöglich, aber du müsstest sehr, 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 sehr lange suchen und alles abbrennen. Aber ob das wirklich Spaß macht, das ist halt wieder eine andere Sache. Gefunden, 2 Tage gebraucht dafür. Spielzeit, 2 Tage oder? Ah, hier ist es wieder, oder? Ah, aber die sind schon tot.
Ah, die respawnen gar nicht mehr? Ah, die hätte ich so schön. Gut, die wären auch. Das wär, oh, das hätte getroffen. Das hätte getroffen. Drücke mal das Falsche. So, was war hier? Hier war noch ein See. Mit einer App hast du, okay. Ja, ohne App, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, welche ich schon habe und welche nicht, ja. Nee, Real Life 2 Tage, okay. Smarty, servus, servus, servus. Wie geht's, wie steht's? Ah, hier war ich schon. Es kommt ein Blutmond, der kommt ab und zu. Dann respawnt alles wieder. Okay, okay. Hier ist auch wieder sowas. Schau, hier ist auch wieder so ein Ding. Da könnte man auch wieder so einen Stein reinstopfen. Aber ich lasse das jetzt einfach mal. Ich renn das einfach mal hier alles ab. Gut, und dir? Jo, alles super, alles super. Danke dir. Ah, ich drücke immer das Falsche. So, jetzt wieder hin. Aber der Wald hier, alles erkunden hier. Das ist natürlich so eine Sache. Oh, der alte Mann ist wieder da. Alter Mann, alter Mann. Hier haben wir wieder eine Fackel. Ein Reisebogen. Pilz. Schauen wir mal. Haben wir noch irgendwie so einen Popelbogen? Ja. Dann nehmen wir direkt den Reisebogen. Und hier haben wir Pfeile. Alles mit. Alles kommt mit. So, und drehen wir mal mit dem alten Mann. Ho, 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 so sieht man sich wieder. Was machst du da? Mein Rücken bringt mich noch um. Ich mache erstmal Pause. Sag, bist du hungrig? Du kannst dir gerne etwas in meinem Topf zubereiten. Um Feuer unter dem Topf zu machen, nimm irgendetwas Brennbares und zünde es am Lagerfeuer an. Gib mir Tipps! Öffne deine Tasche, um Zutaten in die Hand zu nehmen und wirf sie in den Topf. Pass einfach auf, dass die Zutaten zueinander passen. Mit den richtigen Ingredienzen kannst du sogar Gerichte zubereiten, die dich vor Kälte schützen. Ansonsten kann ich nur sagen, koch, was das Zeug hält. Eine halbe Portion wie du kann was vertragen. Ho, 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 ho. Okay. Dann nehmen wir... gut, die Fackel habe ich ja jetzt weggeschmissen. Ja. Mhm. Gut, dann schmeißen wir jetzt einfach mal den Krogfächer weg. Ja. Den brauche ich jetzt eh nicht. Okay, dann löschen wir ihn. Wenn das nicht gehen will. So, wegwerfen. Kleiner Tipp, wenn du alle Schreine hast und das Plateau oder so verlassen hast, teleportiere dich zum Schrein des Lebens und dann zum Bett. Okay. Wenn ich es nicht vergesse. Auf das bin ich mal gespannt. Hab mir das DLC erst viel später gekauft, als es rauskam. Okay. Okay, okay, okay. So. Das heißt, ich nehme mir jetzt eine Fackel. Und jetzt mal hier Feuer. Er erschreckt. Er erschreckt sich natürlich gleich. So. Dann stecke ich sie wieder ein.
nehme mir ein Geflügel nicht. Grillwild auch nicht. Ich nehme mir Wild in die Hand. Dann nehme ich mir Chili in die Hand. Jetzt ist die Frage, was kommt hinein noch? Der will ja so ein Rezept haben, gell? Was machen wir denn da? Er hat gesagt, keine Pflanzen, kein Geflügel und kein... Was war das dritte nochmal? Ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Pilze. Genau, keine Pilze. Oder? Warte mal, was habe ich jetzt? Geflügel, Pflanzen und Pilze, ja. Okay, das heißt, es könnte eventuell Obst sein. Es könnte auch eventuell eine Eichel sein. Nein, das zählt das zu Pflanzen? Na, Eichel ist keine Pflanze. Bullshit. Ja, das machen wir mal. Das hauen wir einfach mal rein. Ein Barsch könnte man auch probieren. Keine Bombenpilze. Das haben wir einfach. Oh yeah. Oh mein Gott, wie cool das ist. Scharfes Kochobst. Oh yeah. Okay, warte, dann kochen wir einfach nochmal was. Was, überprüfe Rezepte, Zutaten, indem du... Was stand da? Machen wir nochmal. Ein Wild habe ich ja noch. So, in die Hand nehmen. Ein Barsch sollte ich auch noch haben, oder? Nein, ein Barsch habe ich gar nicht mehr. Ich habe ja den Barsch geröstet, stimmt. Gut, dann machen wir eine Chili, einen, was nehmen wir noch? Ein Frosch? Nein. Das Gekochte kannst du untersuchen, okay. Was habe ich noch rein? Haben wir nochmal eine Eichel rein und ich habe nichts anderes mehr. Das ist alles für Monsterzutaten. Ja, gut. Dann lasse ich das einfach mal abbrechen. Und du kannst auch sortieren. Ja, das will ich. Oh, das ist gut. So, ich koche jetzt einfach mal Insekten auch. So, kochst du es jedoch zusammen mit Insekten, lässt sich Medizin rausstellen. Okay, zack. Haben wir hier ein Schleichwürmchen. Müssen es eigentlich mehrere Zutaten sein? Müssen es vier Zutaten sein? Ich teste das einfach mal. Ich hau mal die zwei rein. Da. Schleichmedizin. Der Schleicheffekt Level 1 senkt deinen Puls und lässt dich so unbemerkt in nächster Nähe von Feinden oder Tieren herumschleichen. Okay. Nein, wird nur besser. Okay. Wir nehmen hier, das nehmen wir. Wir nehmen eins von denen und eins von denen und was nehmen wir noch? Noch eine Spurtechse und einen Glutflügler. So eine perfekte. Also Essen, weiß nicht, ob man das. Dubiose Matsche. Oh, geil. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen.
Kommt drauf an, was du kochen willst. Von 1 bis 5 geht alles. Okay. Aber vermisch nicht zwei Sachen wie Schleich und Spurt. Okay. Kannst du auch mal einen Feuerstein kochen? Was ist ein Feuerstein? Ich habe gar keinen Feuerstein. Oder ich mache einfach mal hier. Und der stammt, er ist instabil. Dann gucken wir das einfach mal. Das habe ich noch Insekten. Ich habe keine Insekten mehr. Ja, gut. Und dann brechen wir das ab. Kochen wir das hier. Nein, ich habe keine Insekten. Die wollen alle Insekten haben. Ich habe keine Insekten. Oder ein Bärenstein. Ich weiß nicht. Den kann man ja gut verkaufen. Das will ich nicht. Das will ich jetzt nicht vergeuden. Da steht, dass man die gut verkaufen kann. Oder ein Bärenstein. Oder ein leckeres Zahnrad. Das ist. Aber ich könnte hier noch das nehmen. Dann könnte ich Geflügel nehmen. Und ich könnte noch... Ich könnte noch einen Pilz nehmen. Dann könnte ich noch so einen Pilz nehmen. Und eine Chili. Oh, das wird gut. Wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Ein Pilzspieß. In diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben isst das Auge mit. Ja? Sehr gut. Kann ich noch irgendwas? Das macht irgendwie Spaß. So, nehmen wir mal einen Apfel, dann eine Chili, einen... Na, das habe ich ja vorhin gerade. Wir nehmen noch einen Spurtling diesmal. Eine Eichel. Und ein bisschen Gras. Schwupps. Yay! Kochobst. Musst du nicht, aber es ist lustig, was dabei rauskommt. Lass dir keinen Schmuh einreden, wird eine Pampe. Es gab mal eine Ankündigung von Nintendo, koch einfach nur den Honig allein. Okay, machen wir auch gleich mal. Kochen wir einfach mal nur den Honig, so. Ausdauer Honigbonbon. Oh, cool. Füllt die Ausdauer auf. Eine natürliche Süßigkeit, die wie von allein entsteht, wenn man den aus der Wabe gewonnenen Honig erhärten lässt. Cool. Das ist auch schön, ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen, oder? Naja, Pampe, es wird ein harter Brocken. Mann, das wäre eine Verschwendung. Oh. Ha. Yay. Ein bisschen wild. Dir fehlt übrigens ein Herz. Ja, da hast du recht, ja.
Ups. Das wäre alles Verschwendung. Nehmen wir jetzt einfach zwei Äpfel. Wobei. Komm, komm, komm. Insekt, ich brauche hier Insekt. Oh, das ist ein Lager. Da ist ein Lager. Oh. Die ist hier gleich kaputt. Nein, 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 nein. Au. Das ist zu geil. Oh! Den habe ich schön runter. Runtergesniped. Überraschungs. Was war das? Überfallen? Ich will ihn überfallen. Ich wollte ihn überfallen! Ah, schade. Stell dir mal vor, die Eule würde ihn die ganze Zeit beleidigen. Na, ich finde Huhu besser. Huhu. Grüße immer zurück. Huhu. Huhu. Aber wenn du leise bist und dich anschleichst, kannst du ihn überfallen. Du warst nicht leise genug. Schleich mal Steuerkreuz drücken. Was? Ein Schleichangriff macht achtfachen Waffenschaden. Ah. Ach so, man muss einfach nur langsamer so. Ah, okay, ja, ja. Verstehe. Stimmt, das stand eh am Anfang. Als man zum ersten Mal geschlichen ist. Ein Opal, sehr schön. Das wird nie unlustig. Ihr könnt jedes Mal lachen. Sein Schleichangriff verbraucht übrigens keine Waffenhaltbarkeit. Das kannst du also auch machen, um deine Waffen zu schonen. Ah, cool. Er wirft mit Steinen. Wer macht denn sowas? Oh, oh, er stürmt mich. Er stürmt mich an. Ah. Nächstes Mal schieße ich den. Schade, ich wollte den runterschießen. Den Kopf. Ah, das wäre so lustig. Komm nochmal, irgendwo Skelette. Taut auf, bitte. Gönnt mir den Spaß. Aber ich glaube, das war's. Gibt keine Skelette mehr. Was haben wir hier? Hä? Schleichling. Wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet. Als Kochzutat steigern die Wirkstoffe im Hut die Konzentration, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Komm, 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 komm. Brauche ich Insekten. Okay. Nichts.
Oh, hier drüben haben wir wieder Honig. Honig kann man auch immer wieder nehmen. Und Äpfel gibt es ja auch, sehr schön. Oh, oh. Ausdauerhonig, yay. So, dann nehmen wir die Holzfällaxt und dock, dock. So, waren wir noch nicht so runter. Gut. Nein. Nanu, was ist denn das für eine Lichtung? Das stimmt. Was ist denn das für eine Lichtung? könnte da vielleicht was sein, weil du sie erwähnst? Oh mein Gott! Vielleicht willst du dir mal ja angucken. Speicher vorher. Ich bin's umgangen. Ich bin's umgangen, Leute. Das habe ich überhaupt nicht erwartet jetzt. What? Okay, ich speichere lieber vorher. Ich kämpf gegen den, ich sag's euch. Überhaupt kein Problem. Oh, das ist ein bisschen. Warte mal. Ich zieh auf seinen Schwachpunkt. Oh mein Gott, der hat keinen Schwachpunkt. Ist das sein Schwachpunkt? Ich habe schon das Gefühl, das ist sein Schwachpunkt. Ha, tatsächlich! Kann man den irgendwie noch verletzen? Oh ja, der geht immer runter. Das heißt, einmal drauf. Und jetzt direkt hoch, oder? Ja, ja, oh. Oh. Oder wirft schon wieder was. Fuck. Ah, fuck. Ha! Hier, Bernstein. Geil. Hier, den Hammer direkt. Ja! 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 Oh, shit! Feuerstein! Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entstehen Funken, die Feuerholz in der Nähe entzünden. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Okay. Oh, Bruder, Bruder. Wow. Er bleibt doch stehen. Wow. Oh. Oh, oh, der holt sich immer Steine raus. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Der wirft sozusagen seine Arme immer. Oh, ist aber ein richtig cooler Boss. Au. Der ist richtig cool. Was esse ich denn? Essen wir das? Essen wir einen Barsch. Ein Röstbarsch. Auf
Okay, und jetzt kann ich auf ihn drauf. Ja. Oder auch nicht. Ich muss ihn wirklich immer treffen. Okay. Und meine Chance ist, wenn er keine Arme hat. Okay, jetzt. Ich treffe nicht. Nein. Was ist denn jetzt los? Ich treffe nichts mehr. Ivarok. Wow. Ha. Jetzt habe ich ihn geknackt. Ha. Wuhu. Sehr schön. Schönes Ding. Oh, cooler Boss. Echt geiler Boss. Richtig cool. Mein erster Boss hier. Haha. Da kommt ein Steinchen geflogen. Der hat ja auch einen ganz schönen Wurfarm. Ah ja, das war schon ganz cool jetzt. Glückwunsch, so viel Loot. Jo, danke dir. Easy, Mann, schreibt das tief. Ah, cool. Habe ich so ein bisschen jetzt an God of War erinnert, tatsächlich. Und auf die Bosse draufklettern muss. Das war echt cool. Ich will nicht spoilern, aber es gibt noch mehrere Bosse, auf die du dich freuen kannst. Oh ja. Das wird schön. So. Wieder habe ich mich jetzt aber... Man sieht, ja. Ja. Da war was los. Da war auf jeden Fall was los. Hä, was ist denn das? Ah, das waren die Crocs. Die Croc-Dinger, ja, okay. Das wird sowas von schön. Oh yeah. Ich freue mich am meisten. Hä? Was war das? Hä? Ah. Noch ein Croc? Ist da etwa noch ein Croc? Haha! Hui, du hast mich entdeckt! Tatsächlich. Oh, die Hexe. Okay, das war nicht die Hexe, das war eine Rute. Okay. Weg damit. Wenn ihr erst im Master-Modus auf dem Plateau ihn findet. Ah, vielleicht spiele ich. Ich habe schon vom Master-Modus gelesen. Vielleicht. Vielleicht. Leute, ich bin ganz kurz AFK. Ich komme gleich wieder. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.